Friends, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ihr seht es, die Jungs vom Krankenwagen sind am Start. Richtig. Macht der Krankenmann seinen Job noch? Natürlich, immer, Bruder. Und, wie macht er seinen Job? Sehr gut. Ja? Sehr gut. Bis jetzt sehr gut. Geht nicht besser gerade. Also ja? Seid ihr zufrieden auf jeden Fall? Ja, sehr. Die Sanitäter sind am Laufen, ja. Aber ihr habt ja wirklich schon für ordentlich Schlagzeilen gesorgt, muss man sagen, ne? Alle reden über den Song. Ja, ja, ja. Bruder, ganz TikTok ist voll. Voilà. Ganz krank, TikTok. Bruder. Das ist heftig. Voilà, Bruder, man läuft am Hauptbahnhof vorbei, du siehst die Kinder alle mit Krankenwagen in der Hand. Ganz krank. Okay, wir reagieren mit den Jungs auf das offizielle Musikvideo. Wir wollen einfach einen Notarztwagen holen, anstatt einen Krankenwagen, weil der jetzt schreibt. Oh. Was ist denn mit einem Notarztwagen? Wer war die Frau? Das war die Vermieterin von dem Studio. Aha. Und der Krankenwagen hat nicht reingepasst, aha, weil von den Bemaßungen, also das hätte von der Höhe immer noch mit Ach und Krach gepasst, aber da ist ja dieser grüne Zaun, und von der Drehung her hätte nicht reingepasst. Hätte nicht reingepasst, ohne den Zaun wäre das safe reingekommen, aber der Zaun war da. Allein schon so von der Höhe wäre knapp gewesen, wir haben das sogar so hoch gedrückt, aber die Dame hat gesagt, nein, nicht, dass hier der Motor von diesem Rollding kaputt geht, was halt das Tor so aufmacht und so. War halt so voll Diskussion. Die aber letztendlich war der nicht drin. Dann hattet ihr drin, glaube ich, einen Notarzt und draußen den Krankenwagen. Ja, weil die wollten erstmal den Krankenwagen halt wegschicken und dann einen Notarztwagen nehmen. Aber geht nicht, Bruder. Das ist doch kein Krankenwagen. Da haben wir einfach beides gemacht. War sehr viel Stress. Man hätte auch theoretisch in einen anderen Raum gehen können. Hat Colin probiert, ein bisschen zu dribbeln. Hat leider nicht funktioniert. Ja. Und dann hat er gesagt, ja so, wisst ihr was, holt einfach noch diesen Notarztwagen für drin, damit wir für drin die Location was haben. Und Krankenwagen machen wir für draußen. Ewa, Colins Nacken, Bruder. Schmeckt's. Der war auf jeden Fall da. Weißt du, was ich meine? Notarztwagen sind ja irgendwie kleiner. Du kennst den Blick am besten von mir. Ey, Jungs, wisst ihr, das Intro von diesem Beat, ne? Wisst ihr, woran mich das erinnert? An Miami Jazz in Großstadt-Dschungel. Oh, sei ehrlich. Bruder, ich kenne das gar nicht. Anfang, Bruder, ne? Mhm. Hast du gehört? Hast du mal in nur der Anfang. Video. Nur der Anfang. Das war gerade original, als ob ich so in diesem alten Video neben mir sitze. Okay, direkt die wichtigste Frage, Bruder. Wer ist Free Q? Klär die Leute auf. Q ist mein Bruder, ein Bruder von mir. Okay. Ja, der drin ist. Deswegen Free Q, ne? Ja, ja, normal. Aber kannst du sagen, weswegen der sitzt oder willst du nicht oder kannst du nicht? Muss nicht sein. Bruder, vieles halt, ne? Okay. Also es sammelt sich. Hat sich gesammelt. Wesh. Freak immer noch. Der Haria macht Bilder vom Seitenprofil. Geschäft öffentlich, weil wir streiten zu viel. Verschiebt das Komma, denn es macht mich reich. Deine Hilfe war nie hilfreich. Drive by Kawasaki Bike. Ibra crush die Blüte klein. Sorry, bring dich am Block nicht weit. 074, ein Vergleich gibt's kein. Ewa Ibra, mach mal, ist klar, ich hab 0,8 im Paper. Okay, bevor wir jetzt hier weiter, Bruder, das ist auch so ein Song, du willst gar nicht stoppen. Weißt du, der ist geil, du willst einfach hören, Bruder. Durch. Voilà, so. Ursprünglich war der Song ja nicht direkt von euch beiden geplant. Ja. Ne? Ich glaube, von dir kam die Richtung. Du hast den, glaube ich, in der Villa vorgeschlagen, oder? Ja. Mit wem war der ursprünglich geplant? Mit Ibra. Mit Ibra. Ja. Okay, und dann hat er dir den Song gezeigt und du dachtest direkt, ja, okay, oder? Wie lief das? Das war dieses Dreier-Dreier-Team, ne? Wo man diese drei Songs machen musste. Und eigentlich haben die mit Dreamer predicted, dass ich was mit dem mache. Aber das Lied, was wir hatten, das war halt One Take ein bisschen schwierig. Hab ich gedacht, so, weil der sitzt hier, der junge Mann, der Summit. Mhm. Hat er gesagt, ja, so, wenn du Villa bist und so, musst du mit den Dorian was machen. Wir haben Zuflucht, von dem ihr tot gehört. Ah, okay. Danach ich so, boah, pack dir mal den Dorian jetzt. Weißt du, haben wir es hingesetzt, Lied ist in 20 Minuten entstanden. So, also in 20 Minuten habt ihr keine Ahnung. So, weißt du, der hat mir gezeigt, da ist diese Lücke. Ne? Ich so, da muss irgendwas hin mit Ich so, da muss was Aggressives als Kontrast. Ja, weil den Part und die Hook hatte ich schon auf einem komplett anderen Beat. Einen Tag bevor ich zur Villa gegangen bin, habe ich diesen Beat gefunden. Ich dachte, Gott sei Dank, Alter. Der ist krank. Und dann wollte ich ihn unbedingt dort machen, weil ich wusste, der wird krank kommen. Ich wollte gerade was sagen. Ja, stimmt, ich war eigentlich mit Wessim und so in der Gruppe gewesen, aber ich kann dieses Real Talk nicht. Dieses Real Talk, das kann ich nicht. Ja. Und ich habe auch zu Hamdi gesagt, Hamdi, Bruder, ich kann nicht mit Wessim und so, ich muss was anderes. Ich bin so. So bin ich. Ich bin nicht dieses. Ich meine, und dann hat er mir San Andreas gegeben. Ja, aber guck mal, Bruder, das ist ja gut, schon mal, dass du den Mund aufgemacht hast und gesagt hast, ey, das geht so nicht. Alter, die Kommunikation war in dem Team wirklich gut, so, weißt du? Bei euch hat man das auch gemerkt. Haben die halt gesagt, ja, geh mal zu Dorian, so haben wir gemacht. Danach, ich hab so bei mir Memos, ich hab mich ja voll vorbereitet. Auf 16 habe ich
swipe so durch. Ich so, lass mich doch den ausprobieren. Der passt perfekt. Guck mal, was ich doch auf Lager. Ja, wir gucken uns an so auf diese Liege, wir wippen so hin und her. Ja, wir waren draußen. Und ich so, da, zahl Prothesen, seh den Bar von mir. Der so, guck mal, wie der Beat-Trop da geschehen. Ja. Danach, wir wussten direkt, dann sind wir schlafen gegangen, deswegen wusste keiner Bescheid. Am nächsten Tag weißt du ja, keiner wusste, was kommt bei den zwei Song. Bruder, das Ding ist, das war ja dein erster Auftritt nach der. Du hast ja die Cypher übersprungen. Mhm. Und Bruder, ich finde, du hast immer was Gutes gebracht und wir haben halt immer sehr viel Potenzial in dir gesehen. Deswegen waren wir auch damit einverstanden, dass du das machst. Ne? Und Bruder, so die Erwartung war dann umso höher bei dir. Ja. Weißt du, und du warst ja immer so zu dem Zeitpunkt ein bisschen underrated. Also du hattest immer deine Hits, aber du warst neben den anderen Namen ein bisschen underrated, weißt du? Und das war dein Durchbruch, Bruder. Ich konnte auch vorher nie so viel zeigen. So, ja, ja, aber Bruder, das war der wichtigste Moment für dich. Hier ein Vergleich gibt's kein. Ey, Ibrahim, mach mal, hieß klar, ich hab 0,8 im Paper. Treffer Bullen weg, meine Lunge tut trotzdem so schnell wie Neymar. Ey, Ibrahim, mach mal, hieß klar, ich hab 0,8 im Paper. Treffer Bullen weg, meine Lunge tut trotzdem so schnell wie Neymar. Sonny und Doria, komm, Sonny und Doria, komm. Wir haben euch ja nach diesem Auftritt direkt gesagt, dass das ein Hit wird. Ja. Da haben euch ja sehr viele gesagt. Wir als Jury haben euch das gesagt, auch die anderen Künstler haben gesagt, das wird 100% ein Hit. Habt ihr das geglaubt in dem Moment, wo euch das die Leute gesagt haben? Ich wusste das selber. Du wusstest das? Ich wusste das. Aber ist das jetzt wirklich so, wie du es dir vorgestellt hast, oder ist es noch krasser jetzt gerade? Es ist sogar wirklich so, wie ich es vorgestellt habe. Genau so. Bruder, ich wusste, ich und Sunny wussten, dieser Lied wird... Dieses Lied. Krank. Ja, mach. Dieser Lied deine dieses Lippen. Dieses Lied wird krank. Dieses Lied, ich wusste das, ich wusste das. Diese Energie an dem Tag hat schon gezeigt. Oder da war so eine Atmosphäre in diesem Raum. Es ist einfach der Moment gewesen, weißt du auch, dass danach Bobby so mit 5er-Team kam und so, auch der Moment, so wenn du die Folge noch guckst, das wiegt ja doppelt so viel. Ja. Weißt du, dass du siehst, so Sunny Dorian, wir kommen da vorne, bam, wir bisschen weg, so weißt du. Oder das Ding, du weißt ja, man sieht ja im Video nicht, wie aufgeregt die Künstler waren. Mhm. Und Bruder, ich guck, der Beat geht an, ich guck meinen Bruder an, ich guck, der steigt so ein. Ich so, nein, geht nicht, das ist nicht Dorian. Und dann du noch, Bruder, dann war vorbei, Bruder, diese Atmosphäre, das war krank. Also bei Dorian dachte ich, hätte ich auch niemals erwartet so, bevor wir so halt uns besser kennengelernt haben quasi in der Villa und ich gemerkt habe, was du wirklich drauf hast, weil ich habe von dir nur die Buff-Runde gesehen, sonst ja gar nichts und natürlich diese Live-Auftritt, aber Bruder, mehr hat man nicht gesehen und ich dachte wirklich, du bist so ein Kandidat, der relativ schnell noch vor diesem Auftritt fliegt. Mhm. Holla, so dachte ich. Also ganz krank, hast du überzeugt. Ich hab 0,8 im Paper, treffer Bullen weg, meine Lunge tut trotzdem so schnell wie Neymar. Sunny und Dorian komm, Sunny und Dorian komm, ba, Kalaschnikova im Kopf, ba, ba, Packe Remover voll ab. Oder du bist Tobi. Packe Remover voll ab, Bruder, was ist Remover? Remover-Koffer. Ich hatte Remover im Kopf an dem Tag. Was ist denn Remover? Remover ist einfach eine Koffermarke. Ich packe den Remover voll. Ah, okay. Weißt du? An dem Tag bin ich mit der Pre-Hook so rumgelaufen. Ich so, boah, was soll ich nur Sunny und Dorian kommen die ganze Zeit wiederholen? Mhm. Ich so, nicht, dass die sagen, so, ja, normalerweise San Andreas, du bist ja lyrisch stärker und so. Kommt der wieder von der Seite? Ich so, nee, lass mal. Ich so, ich suche noch ein paar Reime, Kalaschnikova im Kopf, dann packe Remover. Das wäre wirklich so ein Punkt gewesen, den ich dann angesprochen hätte. Weißt du, deswegen, ich hatte den im Kopf. So, das war einfach zu wenig, Jungs. Ibra, wir holen den Pott, Junge, wir kommen aus Bronx, lass dich liegen, lass den kranken Wagen seinen Job machen, während ich und mein Bruder dich auslachen, nach dem Knockout tust du wieder aufwachen. Lass dich liegen, lass den kranken Wagen seinen Job machen, während ich und mein Bruder dich auslachen, nach dem Knockout tust du wieder aufwachen. Ich komme mit nein, denn auch wenn ich mal live keine Hände seh, dann mache ich so lange weiter, bis die Motherfucker gönnen, dieser Junge bleibt für immer Heavyweight. Regulier die City nur mit 3-4 Brüder, zerhämmer deine Body mit dem Heizungskühler. Aber ey, Bruder, die haben das, ihr habt das geil gemacht, dass du an einigen Stellen jetzt hier noch eine zweite Stimme quasi im Hintergrund hast. Ja, das kommt geil. Auch bei Baphometen finde ich jetzt gleich, kommt geil. So, Baphometen, das war ein Villa nicht so. Auch gerade beim Einstieg war das ganz geil. Auf jeden Fall. Wir bleiben für immer Heavyweight. Regulier die City nur mit 3-4 Brüder. Zerhämmer deine Body mit dem Heizungskühler. Lege deine Körperteile dann bei dem Mercedes in den Kofferraum. Verdecke sie mit gleichen Tüchern. Klatsch die Zähne gegen Marmorticken. Sein Prothesen, seh die Baphometen. Will dich schlafen legen, muss den Tatort leeren. Weil die Bullen immer wieder nur mit Schlagzeug reden. Magic kennen wie David Blaine. Verbrenn die Stage, bin every day. The cash is staying. Training day, you get away. The best in game, no hate or pain. Aber Sunny regelt. Also Bruder, ich sag dir ehrlich, ne, wie du dieses Magic kennst, wie David Blaine, no pay to gain und bla 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 und dies und das, was du da sagst, Bruder. Bruder, Alter, da musst du ja richtig mit deiner Luft, weißt du, was ich meine? Du hast ja, kurz vorher merkt man ja, wann du Luft holst, ne? Bevor du dieses Aufzählerische anfängst. Aber trotzdem das dann durchzuziehen, Bruder, Respekt. Das ist sehr, sehr knapp auch bei dem Live, was wir hatten. Da geht schon einem die Luft weg. Ja, weil, ja. Weil besonders der Adrenalin, das ist ja nicht so, als würdest du jetzt so normal vor rappen, so. Mhm. Vor Leuten rappen ist ja nie ein Problem, aber das ist so wichtig, was wir da gemacht haben. Ja. Du sagst mit dem Song, du denkst, du scheiß nicht rein. Mhm.
und du rappst, aber dieser Adrenalin drückt dir voll die Luft weg, auch bei diesem Live-Auftritt. Ich so, wo ist meine Luft denn? Eigentlich kann ich da noch viel mehr Power reinbringen, weißt du? Vor allem, ein bisschen Druck gemacht. Vor allem bei dir, Bruder, hat man bei dem Live-Auftritt am Ende gemerkt, so, oder ich hatte das Gefühl, so an deinem Gesicht und so, wie du aussahst, du warst richtig erleichtert, ja, aber auch so ein bisschen emotional, kann das sein? Ja, das war, weil ich wusste so, ich guck ja hoch und immer, wenn ich so hoch gucke, dann habe ich euch direkt abgecheckt, weißt du? Und ich sehe nur so, die notieren und so. und ich merke so, alle noch weiter am Nicken und ich so, boah, wir haben hier, glaube ich, rasiert so. Weißt du, ich meine, boah, im Hintergrund, die haben alle getanzt, Bruder. Ja. Die so. Haben getanzt. Ja, ja. So. Bruder, ich habe ja auch die ganze Zeit getanzt. Ja. Bruder, alle haben getanzt. Vor allem bei seiner Hook habe ich die ganze Zeit getanzt, ja. Bruder. Das hat man aber leider nicht gesehen. Und das pusht auch einfach. Ja. Das pusht auch, wenn du das so von Augenblick siehst, und so im Mikrofon. Das war schon krass, das ist wirklich. Denkst du, jawohl, die Zeit hat sich gelohnt, so nach hier zu kommen, weißt du? Lass dich liegen, lass den Krankenwagen seinen Job machen. Während ich und mein Bruder dich auslachen, nach dem Knockout tust du wieder aufwachen. Lass dich liegen, lass den Krankenwagen seinen Job machen. Während ich und mein Bruder dich auslachen, nach dem Knockout tust du wieder aufwachen. Lass den Krankenwagen seinen Job machen. Bruder, das am Ende kommt auch geil, mit diesem Effekt. Ist von, da, von Kandro. Ist da irgendwas, wie von Kandro, das wir, war er? Ja, ja, nein, wir waren im Studio, der hat Harmonien geballert. Noch? Ah, okay. Was hat er dann einfach am Ende? Voilà, ich weiß manchmal, der sagt immer Sandro. Ich weiß da manchmal nicht, von wem er redet, Alter. Aber Alex. Ja, der meint Sandro. Hast du jetzt noch in Zukunft was geplant, Dorian? Ja. Kannst du schon sagen? Nein. Warum nicht? Das kommt. Nein, Spaß, alles gut. Aus dem Wald. Ich liebe das an dem, Bruder. Der guckt immer so verpeilt. So. Ja, soll ich sagen oder soll ich nicht sagen? Die zwei verpeilt. Ich hab Angst manchmal. Ich hab Angst manchmal, Sachen zu sagen. Dann denk ich mir so, scheiße, warum hab ich das gesagt? Alles gut, sein Spaß. Und dann bin ich zu stolz, um am Ende zu sagen, ich schneide das raus. Ich bin viel zu stolz, um das zu machen. Einfach zwei verpeilte GC auf der Couch. Einfach nee, aber was ich sagen wollte, so, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Projekt. So. Ja, sure. Ich bin sehr froh, dass der Dorian da so einen geilen Kopf hatte und danach diese Mello herausgefunden hat. So. Ich bin denen dankbar dafür, dass wir da so einen Hit auf jeden Fall bringen konnten. Ich bin auch dankbar für Mate. So, Chandro, Alex, Xandro hat sich gegen Ende da auch wirklich so den Kopf zerbrochen, dass wir die Studio-Version mit der Live-Version kombinieren. Mhm. Weißt du, auch am Anfang hörst du Free Crew immer noch das, wo haben die uns so mitgeschrieben. Mhm. Ja. So als Erinnerung. Wir wollten wirklich nicht, dass die Leute beispielsweise wie beim anderen Song Schenk und mir dann sagen, oh, das war mir jetzt ein bisschen zu anders. Ja. Mhm. Da haben wir wirklich drauf geachtet. Der hat wirklich Nachtschicht eingelegt, auch Colin noch Video geschnitten und hin und her. Es war viel Stress. So. Man also, muss ja wirklich sagen, viele vergleichen ja wirklich Shank on Me mit dem Song Krankenwagen. Ne? Und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was die Leute sagen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welcher Song für euch ist der geilere Icon-Hit? Shank on Me von Icon 3 oder Krankenwagen von Icon 4? Es würde mich echt interessieren, was die Leute sagen. Für mich persönlich, rein Rap-technisch, Krankenwagen auf jeden Fall vom White Bear und so weiter. Aber bei Shank on Me hat es halt so bei Django hat es halt immer so diese Bilder im Kopf und so weiter. Ja, das ist auch schon ein kranker Song gewesen, muss man wirklich sagen. Sind es auch zwei verschiedene wie heißt es? Richtung. Quasi. Ich persönlich kann das nicht vergleichen. Komplett. Ich kann das nicht vergleichen. Ich kann es gar nicht vergleichen. Der Vibe ist ganz anders. Ja, wir sind hier so auf so Jewel Dance oder Club, weißt du? Und die sind richtig so auf genau, emotional Street Drill. Ja. So. Hm. Ganz ja, ich bin immer Facette. Gespannt, was die Leute sagen. Und wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, hört den Song weiter auf Dauerschleife, checkt die Jungs ab. Kauft Forever Young. Kauft Forever Young, jawohl. Und guckst du so trocken, lächel aber ein bisschen. Haut rein.